wir werden ja nun zunehmend davon in Kenntnis gesetzt, dass die Realität immer näher an uns ranrückt. Also auch unsere direkten Nachbarländer, Niederlande, Schweden etc., die fokussieren sich jetzt ja alle auf moderne Atomenergiegewinnung. Wie weit meinen Sie denn, kann dieser deutsche Sonderweg noch weitergehen, wenn jetzt der Rest der Welt eigentlich sich auf Atomenergie zu fokussieren scheint? Also wir kommen aus dieser Ausstiegsgeschichte nicht so schnell wieder raus. Punkt eins müsste der politische Wille umschlagen, auch in Form von Gesetzen. Und zum Punkt zwei ist ein Wiedereinstieg mit erheblichen Vorlaufzeiten verbunden, also Projektierung, Beauftragung. Wir selbst können natürlich keine Kernkraftwerke mehr bauen. Das heißt, der Wiedereinstieg, der, da bin ich mir sicher, der kommen wird, den muss man in eine Zeitschiene packen von Minimum 10 Jahren, eher 20, dann werden sich die Verhältnisse ändern. Es hat aber noch einen anderen Grund, dass unsere Nachbarn verstärkt in die Kernenergie einsteigen. Das eine ist, dass alle den Pariser Klimavertrag unterschrieben haben. Alle wollen Emissionen senken. Und gleichzeitig haben wir mit unserer deutsch-nationalen Energiewende natürlich unsere Nachbarn brüskiert. Da ist nicht ein Schritt davon mit den Nachbarn abgestimmt. Wir haben zwar gemeinsame Emissionsziele, aber die Strategien sind ja den einzelnen Ländern überlassen. Wir waren jetzt ungefähr 20 Jahre ein solider Stromexporteur. Das haben unsere Nachbarn gern angenommen und haben ihre Strategien danach ausgerichtet. Jetzt haben wir praktisch in sehr kurzer Zeit die Kernkraftwerke abgeschaltet, innerhalb von 10 Jahren. Und jetzt kommt der Kohleausstieg parallel dazu. Also die Länder, die bisher bei uns immer gut importieren konnten, wie zum Beispiel Italien als Dauerimporteur via Schweiz, die leben jetzt damit, dass der Strom aus Deutschland knapp wird, dass Deutschland selbst zum Importland wird und dass natürlich marktgemäß die Preise enorm steigen. Also wir haben mit unserer Politik dafür gesorgt, dass in ganz Europa die Strompreise steigen. Deswegen sind wir bei unseren Nachbarn zunehmend beliebt und wir können nur hoffen, dass wir selbst bei Bedarf immer ausreichend Strom importieren können.